Ja, aber sonst ist meine Meinung nach mal gesehen, dass ich mal schon mal so ein Telefonbuch so ein bisschen hier an die Mangel genommen habe. Und was ich jetzt probiere, dieses Telefonbuch auf drei verschiedene Arten in die Mangel zu nehmen. Hier habe ich mir bis jetzt noch keine Revolution war jetzt zum Beispiel das traditionelle Grip and Rip. Das zweite sind Scherkräfte, die man ausübt. Tear and Share, nennt sich das. Das dritte, das ist, was man häufiger sieht, dass die Leute den Rücken brechen von dem Buch und das dann durchbrechen. Ist wesentlich leichter als die anderen Techniken, diesen Rücken durchzubrechen und dann das zu machen. Das nächste, normalerweise brauche ich hierfür also halt immer einen Partner, aber ich habe mittlerweile das etwas perfektioniert. Ich muss mich jetzt nur locker machen, weil im Gegensatz zu den anderen Techniken muss man hierfür locker sein. Ich habe hier einen Nagel, den werde ich mit der bloßen Hand durch das Brett schlagen. Der Trick ist hierbei aber, was es so schwierig macht, dass ich nicht so eine schöne Fläche habe, wo das dann hier rüber liegt, nicht das dann hier so reinhauen kann, sondern ich werde das einfach mit der Hand festhalten. Und ich versuche es zu vermeiden, meine Hand durchzuhauen. So, und nur mal um als kleines Beispiel zu sagen, daran. Nur von dem Unterschied zwischen so durchhauen und hier in der freien Hand durchhauen, waren 3 Monate Training. Aber es geht alles. Wenn man einfach kontinuierlich weiter dabei bleibt, dann kann man sich dem Erfolg einfach nicht entziehen. Also insofern, egal was das ist, ob das ein sportliches ist, ob das ein Studium ist, bleibt dabei und beschäftigt euch damit. Oftmals eine kleine Portion ist
erfolgsversprechender als einmal ganz doll und dann, oh nee, das hat nicht geklappt und das kann ich nicht. Ja, also insofern kann ich mich, gibt's nicht. Ich danke euch!